Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Beitrag von Herrn Schaffer macht wieder einmal deutlich, wie absurd die Diskussionen über die Gefahren sein können, die von rechtsextremistischen oder linksextremistischen, extremistischen Gruppierungen insgesamt oder auch Einzeltätern ausgehen können. Wir haben im Mai 2020 hier in diesem Landtag aus aktuellem Anlass über die Anschläge gesprochen, die eindeutig rassistisch motiviert waren und einen rechtsextremistischen Hintergrund gehabt haben. Und das zu Recht, weil sie aktuell waren, weil sie in hohem Maße bedrohlich waren und weil sie eine Debatte gefordert haben, damit wir deutlich machen konnten, wie wir zu einem solchen extremistischen Verhalten stehen. Fast reflexhaft wird dann darauf verwiesen, und hier von der AfD, dass der Linksextremismus in diesem Land nicht weniger gefährlich sei und dies nicht unerwähnt bleiben dürfe. Ja, es ist ja durchaus richtig, dass Extremisten, Linke, Rechte und islamistische Extremisten unseren Rechtsstaat bedrohen und erklärte Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Und es ist auch richtig, dass wir mit Hilfe der Sicherheitsorgane unseres Staates Extremisten jeglicher Couleur entschieden entgegentreten müssen. Es ist nicht nur das Recht, sondern auch unsere Pflicht, unsere Gesellschaft vor Verfassungsfeinden und ihren verfassungsfeindlichen Taten zu schützen. Und mir ist es mit Verlaub völlig egal, ob diese Feinde der Demokratie links stehen, rechts stehen oder ob sie religiöse Motive vortragen. Verfassungsfeind ist Verfassungsfeind und bleibt Verfassungsfeind. Und da lassen wir uns auch nicht davon abbringen. Das ist von den Sicherheitsbehörden ganz nüchtern zu beobachten und zu bewerten. Und unsere Behörden haben diese Aufgabe ideologiefrei, neutral und vor allen Dingen rational wahrzunehmen. Nichts anderes macht der Verfassungsschutzbericht für 2019 deutlich. Er erfasst und bewertet extremistische Bedrohungen ideologiefrei und unvoreingenommen. Und wenn statistisch nachweisbar ist, dass die Gefahren, die vom rechten Spektrum ausgehen, zurzeit viel größer sind als die von linken oder religiös motivierten Extremisten, dann ist das eine Tatsache und unsere Sicherheitsbehörden sind eben nicht auf dem linken Auge blind, wie die AfD mit ihrem Antrag hier glauben machen will. Die Zahlen, Herr Schaffer, die sprechen schlicht für sich und das sollten auch Sie zur Kenntnis nehmen. Wir haben in Schleswig-Holstein ein deutliches Übergewicht beim Extremismus von rechts. Das darf und muss gesagt werden dürfen, ohne sich dem reflexhaften Vorwurf ausgesetzt zu sehen, man würde die Gefahren von links verharmlosen. Eine solche Verharmlosung lässt sich jedenfalls aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht und aus den Beiträgen meiner Kollegen nicht herauslesen. Hervorheben möchte ich aber auch noch einen weiteren Aspekt, den der Verfassungsschutz ganz an den Anfang seines Berichtes gestellt hat. Es muss uns mit Sorge erfüllen, dass verfassungsfeindliche Desinformationen immer stärker ins Internet verlagert werden und die Gefahren, die von solchen Desinformationskampagnen im Netz ausgehen, dürften sich durch die Corona-Pandemie leider noch einmal massiv verschärft haben, was der Verfassungsschutzbericht allerdings noch nicht abbilden konnte. Diese Entwicklung kann zu einer ernsthaften Gefahr für unseren Rechtsstaat und auch die freie Meinungsbildung in unserem Staat werden, der wir dringend etwas entgegensetzen müssen. Das ist aber nur zum Teil Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Vielmehr geht es darum, unsere Medien und unsere Presseorgane, unseren Rundfunk zu ermächtigen und zu ertüchtigen, solchen Lügengeschichten entgegenzutreten durch wahrhaftige Berichterstattung, kritische Berichterstattung, die Probleme da zu benennen, wo sie sind. Eines steht für mich fest. Es ist mir völlig egal, aus welcher politischen Ecke die Feinde unseres Rechtsstaates kommen, ob von rechts oder links oder religiös motiviert. Wer sich gegen unsere freiheitliche Grundordnung stellt, wer unseren Rechtsstaat in Frage stellt und wer uns unsere Freiheiten nehmen will, dem ist das Handwerk zu legen entschieden. Unsere Demokratie hat sich in der Vergangenheit durchaus als wehrhaft erwiesen und das muss auch in Zukunft so bleiben mit Hilfe unserer Sicherheitsbehörden. Vielen Dank.